Da ist der Tyrann, der über diesen Außenposten herrscht. Er hatte nicht mit der Niederlage seines Stammes gerechnet, da sie gnadenlos sind. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Er wird nur aufgrund von Drohungen nicht kapitulieren. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir den Außenposten. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Er sagt, deine Befreiung des Außenposten...